Moin Leute, mein Name ist Johnny aka Sadilat und heute analysieren wir ein Ranked Game von mir, in dem ich den Wolfsclan spiele und einen Rush probiere. Im Anschluss darauf möchte ich noch ein DLC für Northgard verlosen, also bleibt dran und viel Spaß beim Video. Diese Runde spiele ich den Wolfsclan und wir spielen gegen den Hirschclan. Die waren mir eigentlich schon früh bewusst, yo, ich möchte den rushen. Im Late Game kann es echt schwer werden. Und ich glaube, mal der Gegenspieler hat nicht damit gerechnet. Ja, starten ganz lasse ich mit dem Spielercamp. Und ich habe auch gesehen, hier eine Bauarbeiter, eine Dorfbewohnerin war am Spielercamp dran und konnte sich daraufhin nicht in einen Speer verwandeln, beziehungsweise ist nicht automatisch hingerannt. Also auch darauf achten. Habe mich danach eigentlich direkt für dieses Gebiet entschieden, weil da sind Schafe drauf. Und Schafe kann ich dann opfern, um halt direkt das nächste Gebiet zu besiedeln. Starte danach ganz klassisch mit dem Haus, hole ein Schaf und hole mir das nächste Gebiet. Ja. Hier habe ich schon Wolf, also leichte Nahrungsquelle ist auch gut, aber ist nicht sonderlich viel. Also viele Wölfe gibt es hier nicht. Und jetzt müsste ich auch so langsam mal eine Holzfällerhütte bauen. Sonst wird es ja nichts. Überlegt, hole ich erst Nahrung? Nein, ich hole erst Holz, weil Nahrung kann ich mir auch so besorgen. Genau. Nach direkt ein Langschiff-Dock. War wahrscheinlich auch etwas zu früh, weil ich ja hier eine Ruine habe und die benutzen kann, um schnell mein Gold zu bekommen. Aber war am Ende auch fein, weil ich am Ende einfach gut viel Geld hatte für meine Armee. Und wenn jetzt das Spiel fertig ist, wird er auch sicherlich zur Ruine geschickt. Genau. Hier ist jetzt sehr cool. Hier gibt es diese Trauger-Grüfte, welche mir 5 Eisen geben beim Besiedeln. Deswegen war mein Plan, früh auf die zu gehen. Die möchte ich früh finishen, um 5 Eisen zu bekommen für meinen Berserker. Hier wird der Speer jetzt losgeschickt, um einfach meinen Gegner zu erkunden, wo er ist. Die Map ist sehr klein, also kann auch gut sein, dass ich den gleich schon finde. Also Plan ist es, Traugergrüfte fertig zu machen und dann den Berserker zu holen und halt den mittleren Strang, weil ich rushen möchte. Ja, das war ein bisschen greedy hier, beide Dorfbewohner direkt wegzuschicken, weil es mit der Nahrung dann doch knapp wird. Vor allem jetzt direkt Ausbildungslager. Ein Dorfbewohner. Aber genau, wenn ich jetzt meinen Krieger habe, kann ich auch danach relativ schnell wieder was zu essen kriegen. Trotzdem vielleicht etwas greedy. Ja, da muss er sein, da oben. Ich sehe schon, könnte schwierig werden, da in der Mitte ja diese ganzen gefallenen Walküren sind. Und da ist noch ein Bärengebiet. Mein Speer verwandle ich jetzt zurück, da der andere Speer gleich fertig ist und ich den Speer dann besser benutzen kann. Hier werden wir schon angegriffen, das gibt mir auch nochmal Nahrung. Ich hatte noch probiert, meinen zweiten Axtkämpfer wegzutun, damit der andere stirbt, weil so verwundete Dorfbewohner sind einfach nicht so produktiv. Deswegen habe ich ihn jetzt auch umgewandelt in Speer. Denen ist es egal, wie viel Leben sie haben, oder man merkt es halt nicht so krass. Und ja, direkt Kasernen Krieger gebaut, um hier die Traugergrüfte zu beseitigen. Da reichen 2 Berserker. Mit einem wird es sehr schwierig, aber habe ich auch schon gesehen, meine ich. Wenn man halt auch das Ganze gut kitet, würde das gehen? Ich habe mich hier für die sichere Variante entschieden. Genau. Ist der auch schnell weg? Ein Krieger nochmal schnell rausgeholt, damit er nicht stirbt und noch Schaden machen kann. Wir gehen natürlich Legions. So, jetzt haben wir die Traugergrüfte eingenommen und können direkt den Berserker holen.
Das ist gut. Jetzt entscheide ich mich dazu, den Bären zu besiegen, also fertig zu machen. Einfach genug Nahrung zu bekommen. So. Wir sehen, Nahrung wird knapp. Und hier sehen wir auch schon den Gegner. Also er ist da auf der anderen Seite der gefallenen Valkyren. Um dahin zu kommen, ich wäre links lang oder rechts. Ja, hier ein bisschen misplayed. Ich habe eine Eisenmine gebaut, obwohl ich per se aktuell kein Eisen brauche. Ich habe meinen Berserker ja schon. Ich hätte ja Stein gebraucht. Aber gut. Ist jetzt so. Das zieht sich jetzt auch durchs Spiel hindurch. Ich werde immer Holzprobleme haben. Und da ich mich auch für den mittleren Weg entscheide, also direkt auf Militär gehe, bleibt das so. Hier werde ich vom Wolf angegriffen, ziehe natürlich alle Dorfbewohner zurück. Das heißt erstmal Holzfarben für den Winter, um eine Jagdhütte zu bauen. Brauche ich 80 Holz und ich brauche natürlich auch Haus. Ich brauche alles quasi und deswegen opfere ich jetzt meinen Krieger. Haus ist da, wird gebaut, um nochmal mehr Dorfbewohner zu rekrutieren. Dorfbewohner sind natürlich am Ende des Tages meine Echo. Und Kriegsbeute wird geholt. Ja, hätte man vielleicht auch allgemein Sharp Axes holen können, um mehr Holz zu haben. Aber ich wollte wirklich nur auf Militär gehen. Und let's fetz. Frage, was besiedle ich als nächstes? Letztes Winter, ich habe auf jeden Fall genug Holz, aber zu wenig Nahrung. Ja, hatte kurz überlegt anzugreifen, ist mir aber eingefallen, ja, wir haben Winter, also angreifen wird schwierig. Deswegen ein Dorfbewohner, um Nahrung zu sammeln, passt. Hier links haben wir auch ein Dornfeld, was man scouten kann, was ich aber an dem Zeitpunkt übersehen habe. Das hätte mir wahrscheinlich auch nochmal gut Holz gebracht, aber ging auch ohne. Ja, ich bin jetzt selber auch nicht der Pro-Spieler. Ich habe ein bisschen Spielverständnis, ist ja klar, aber würde mich jetzt nicht als Pro- oder High-Tier-Spieler betiteln. Wird das nächste Gebiet besiedelt, gibt es viel Nahrung, also da könnte man sich auch wirklich ein Nahrungsgebiet aufbauen des Todes. Ich entscheide mich für eine Fischerhütte. Weil Fischerhütten im Winter keinen Debuff kriegen. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich einfach eine Jagdhütte genommen. Weil die im Sommer mehr Nahrung produzieren. Ja, wie ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist üblicherweise einfach Axtwerfer bauen und los. Ich hatte auch immer im Kopf, ich brauche Stein, um meinen Speer abzugraden, um halt den Gegner zu erkennen. Wie sich aber herausstellt, hat er sich mir selbst gezeigt. Er hat sich nämlich ausgebreitet. Und ja, jetzt möchte ich auch mal gucken, was mich da die ganze Zeit angreift. Ja, da muss es ja einen. Erstmal wird organisiert, um schnell an Holz zu kommen, also mehr Holz zu kriegen und auch mehr Nahrung, um dann mein Axtwerfercamp zu bauen. Das baue ich dahin. Und auch da merke ich, war falsch. Da kommt nämlich ein Steingebäude hin. Was ich auch gebaut habe. Weil ich habe meine Mine zuerst gebaut, weil ich halt der Meinung war, ich muss jetzt wirklich anfangen, meinen Gegner zu spielen. Ansonsten kann ich so viele Krieger haben, wie ich möchte. Wenn ich nicht angreifen kann, ist schlecht. Das habe ich da gesehen. Breitet sich da aus. Und ich wusste direkt, ich kann da angreifen, wenn ich die Trauger töte. Also Trauger werden jetzt besiegt. Und direkt ein Axtwerferlager hinterher, Axtwerfercamp. Und dann geht's auch direkt in den Rush. Wir sind Anfang vom ersten Jahr, also 801. Und hier wollen wir auch angreifen. Also dafür sind wir ja ant. Sind aber relativ low. Also müssen auch nochmal heilen. Das delayed unser Rush leider ein bisschen.
So. Da der Gegner gefunden wurde, reiße ich gleich, glaube ich, mein Spearcamp ab und baue eine Heiler. Heiler Station, Healing Station. Zuerst mal geheilt. Da wollen wir auf jeden Fall angreifen. Der hat da eine fette Nahrungsproduktion. Wenn wir die down kriegen, wird das schon sehr schwer haben im zweiten Winter. So. Sind wir auch Titane und können wieder einfach so besiedeln. Hab ich überlegt, besiedle ich jetzt schon? Dachte mir aber auch so, es könnte etwas aggressiv sein und ihn vorbereiten auf meinen Angriff. Deswegen lieber mal gelassen und abgewartet. Aber schon mal die Einheiten so gelegt, so platziert, dass ich schnell angreifen kann. Ja. Ich baue jetzt auch nicht mehr wirklich weiter Gebäude. Brauche noch ein Haus. Aber ich habe weder Holz noch sonst was. Am besten sogar noch ein zweites Axtwerferlager. Aber gut. Wir werden wieder angegriffen, das ist okay. Müssen wir halt kurz rüber rotieren. So, jetzt war auch so der Zeitpunkt, ich dachte mir so, was soll's? Alle Dorfbewohner, die gehen, werden zu Kriegern und ich greife an. Bringt ja jetzt nichts, noch weiter zu warten. Und jetzt kommt auch schon der Early Rush. Man sieht, Berserker, Axtwerfer ist eine geile Kombi, weil der Berserker ist ja schon etwas tank, also schon tanky. Die Axtwerfer machen guten Schaden. Und hier hat er sich zu Recht und auch richtig zurückgezogen. Überlegt, mit seinem Clananführer reinzukommen, aber sieht auch die fette Armee und gibt auf. Das war also mein Ranked Game mit dem Wolfsclan. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ich hätte noch besser machen können. Und ansonsten kommen wir jetzt zur Verlosung. Die Verlosung ist auch für die 100 Abonnenten, weil ich mich einfach übelst freue und euch was zurückgeben möchte. Ich hoffe, ich kann die Videos so beibehalten. Und um teilzunehmen, müsst ihr natürlich Abonnent sein und einfach in die Kommentare schreiben, welchen Clan ihr euch wünscht und wie ihr auf Discord heißt. Dann, wenn das Video rauskommt, läuft die Verlosung 2 Wochen. Nach der Verlosung schreibe ich dann den oder die Gewinnerin auf Discord an und gebe denen ganz einfach den Code zum Clan. Dann wünsche ich euch viel Erfolg, hoffe, euch hat das Video gefallen und hier rechts findest du jetzt noch die Verlinkung zur Tierlist, falls du nicht genau weißt, welchen Clan du dir wünschen sollst.